Liebe Geschwister, liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem aktuellen Beitrag Das Wort zum Freitag. Ich freue mich, dass Sie Interesse zeigen. Die Sitzung des Obersten Rates haben wir vergangenen Samstag erfolgreich hinter uns gebracht. Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit wahrnehmen, um allen Mitgliedern des Obersten Rates und natürlich auch meinem Team im Präsidialbüro ganz herzlich zu danken. Es gibt zwar viel zu tun, und das spüren wir hier im Büro Woche für Woche, aber wir müssen bei den Dingen beginnen, die am dringendsten sind. Daher bin ich dem Obersten Rat dankbar, dass er den ersten Projekten grünes Licht gegeben hat. Jetzt können mein Team und ich die Projekte konkret angehen und beim nächsten Obersten Rat hoffentlich auch die ersten Ergebnisse vorweisen. Meine Damen und Herren, liebe Geschwister, ich möchte an dieser Stelle zu dieser meines Erachtens doch skandalösen Abschlussdiskussion der Uni Wien Fachtagung zum Thema Kopftuch etwas sagen. Das erwarten sich schließlich die Muslime von mir. Denn viele Muslime haben sich an uns gewandt, waren enttäuscht und verwundert, wie es denn sein kann, dass man im Grunde nicht nur an den Frauen, sondern auch an den Muslimen vorbei debattieren kann. Gerade an der Universität Wien. Für uns ist eines klar, und das haben wir auch der Leitung der Universität Wien schriftlich kommuniziert. Eine islamische Theologie an der muslimischen Lebensrealität vorbei kann nicht erfolgreich sein. Gerade wir, österreichische Muslime, wollen und brauchen ja eine unabhängige, seriöse und kritische Theologie. Ich hoffe vor diesem Hintergrund, dass die Verantwortlichen sich ihrer Verantwortung wieder bewusst werden. Ein anderer Punkt, liebe Geschwister, meine Damen und Herren, war das geplante Kopftuchverbot. Diese Woche wurde das geplante Kopftuchverbot für Volksschulen im Unterrichtsausschuss behandelt. Ein Beschluss kam zwar nicht zustande, aber wir bleiben selbstverständlich in Bereitschaft. Unsere Linie ist klar. Wir sagen, dass Verbote der destruktive Weg sind und uns nicht weiterbringen. Es gibt einen vernünftigen, einen rechtsstaatlichen Weg. Aber wir nehmen zur Kenntnis, dass dies offensichtlich von der Bundesregierung nicht angestrebt wird. Liebe Geschwister, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, es gibt in der Tat viel zu tun. Aber wir dürfen die Hoffnung auf ein besseres Österreich niemals aufgeben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen gesegneten Freitag und eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum.